Jetzt wollen wir aber erstmal zum spannenden Teil übergehen, nämlich zu Anja. Anja ist unsere erste Speakerin heute. Anja ist seit 10 Jahren Design Thinking Coach bei der SAP SE in Walldorf und treibt genauso lange auch schon den Gedanken zu mehr Designbewusstsein in die Köpfe von über 75.000 Mitarbeitern. Ja, und welche Hürden sie da nehmen musste und wie sie doch noch ans Ziel gekommen ist mit kleinen Schritten, das wird sie uns jetzt selbst erklären. Viel Spaß, Anja, unsere erste Rednerin beim ersten Webmontag in Darmstadt. Ja, hallo Darmstadt. Ich freue mich total, hier zu sein, weil ich nämlich hier auch schon einige sehr schöne Jahre mit Studium, Forschung und ja auch Feiern hier verbracht habe. Und es ist für mich eine total große Ehre, jetzt hier beim ersten Webmontag auch noch den ersten Talk zu halten. Und ja, und ich hoffe, es wird auch ganz spannend für euch. Ja, seit etwa 10 Jahren bin ich jetzt bei SAP in Walldorf tätig und habe dort eigentlich seitdem das Thema Design Thinking aktiv auch mitgestaltet. Und darüber erzähle ich euch heute vor allem auch, wie dadurch eben eine Transformation in Richtung Designkultur in so einer Technologieschmiede zustande gekommen ist. Das ist die SAP, zumindest wie sie sich für viele unserer Nutzer darstellt. SAP baut Business-Software, das heißt, wir bauen Lösungen im Grunde zur Abwicklung sämtlicher Geschäftsprozesse in Unternehmen. Und wir haben 75.000 Mitarbeiter etwa, die an 130 Standorten verteilt sind. Das ist auch die SAP, das ist SAP Fiori, das ist unser aktuelles Erscheinungsbild. Fiori, das ist eine Produktpalette von mittlerweile etwa 700 Apps und im Vergleich zu den Screens, die ihr vorher gesehen habt, da war ja mehr so das Motto maximale Funktionalität auf kleinstem Raum, wirkt das doch sehr luftiger. Und da fand auch ein Paradigmenwechsel statt. Also diese Apps sind alle so geschnitten, dass sie rollenbasiert sind, dass sie für genau eine Aufgabe angedacht sind und eben auch nur die Funktionen und Informationen darin enthalten sind, die man eben für diese Aufgabe braucht. Und das ist auch die SAP, und zwar wie sie sich zukünftig darstellen wird. Das ist Fiori 2.0, ein neues Konzept, eine neue User Experience. Und dafür haben wir im letzten Monat den Red Dot Design Award bekommen. Und das ist ein ziemlich großer Erfolg für die SAP. Und dass wir jetzt eben auch so ein Player in dem Design- und User Experience-Feld sind, das hat sehr viel mit der Einführung von Design Thinking zu tun. Okay, Design Thinking. Ich bitte mal um Handzeichen, wer den Begriff Design Thinking schon mal gehört hat. Ah ja, sehr viele. Wer hat es denn schon mal praktisch angewendet? Weniger, gut. Dann ist ja hoffentlich was Spannendes dabei für euch. Also ich werde kurz erzählen, was im Design Thinking anders ist und dann euch 5 Erfolgsfaktoren nennen, die es braucht, um Design Thinking eben in einem Unternehmen zu etablieren. Also ganz kurz, Design Thinking ist eine Arbeitsweise, aber auch eine Denkweise, um komplexe Probleme auf kreative Art und Weise zu lösen und dadurch auch innovative Lösungen zu schaffen. Also Lösungen können sowohl Prozesse als auch Produkte als auch Services sein. Und eine erfolgreiche Innovation ist erfolgreich, wenn sie 3 Kriterien erfüllt. Also zum einen muss sie wirtschaftlich rentabel sein, zum anderen muss sie technologisch machbar sein und umsetzbar sein. Und als 3. Punkt
ganz wichtig, sie muss natürlich von dem Benutzer, von dem Anwender auch gewollt sein. Sie muss attraktiv sein. Der Benutzer möchte die Lösung oder das Softwareprodukt in unserem Fall benutzen wollen. Und hier setzt Design Thinking an. Also wir starten immer bei der Benutzerperspektive. Und da versuchen wir eben herauszufinden, was sind die Bedürfnisse und wie können wir diese adressieren. Und was ist anders im Vergleich zu herkömmlichen Vorgehensweisen? Also üblicherweise, wenn jemand mit einem Problem kommt, dann sind wir ja so drauf, ja, wir sind so gepolt, dass wir auch immer gleich eine Lösung parat haben wollen oder wir erarbeiten die Lösung. Im Design Thinking startet man nochmal ein Stück weit vorher. Es geht ganz stark darum, erstmal das Problem überhaupt zu verstehen. Und es geht darum, das Problemfeld zu explorieren. Und dann macht man sich erst an die Lösung. Also hinter dem Ganzen steht im Grunde die Frage, adressieren wir das richtige Problem? Und von der Arbeitsweise her läuft es so ab, wir arbeiten in einem interdisziplinären Team, das können Designer, Entwickler, Produktmenschen sein, und da jeder aufgrund seines unterschiedlichen Backgrounds und der Expertise eine unterschiedliche Perspektive auch wieder auf das Problem hat und wir eben erstmal dieses Problemfeld explorieren, kommen dabei Insights raus, Erkenntnisse raus. Manchmal, und das hoffen wir auch immer, dass wir die bekommen in dieser explorativen Phase, dass wir auch sehr überraschende Insights bekommen. Und auf diesen Insights basierend werden Ideen entwickelt, die Ideen werden in Prototypen umgesetzt und dann relativ schnell auch zum Kunden, zum Endbenutzer gebracht und mit dem validiert. Und das Feedback, was man dadurch erhält, fließt dann wiederum in die nächste Iteration ein. Und wenn ich Prototypen sage, dann meine ich durchaus solche Dinge. Also das ist jetzt mal so ein typisches Post-it-Storyboard. Das ist übrigens vor ein paar Jahren in Zusammenarbeit mit dem Hartmut Medorn entstanden, der damals noch Chef von der Deutschen Bahn war. Und das zeigt also auch, mit solchen Leuten kann man auf so einem Level Ideen diskutieren und kommunizieren. Und darum geht es im Prototyping. Oder wir machen auch mal physische Prototypen. Also das war ein Ergebnis aus einem Workshop und das ist ein Prototyp für informelles Lernen im Unternehmen. Und die Idee dabei ist, oder der Sinn dahinter ist, dass man wirklich Ideen begreiflich macht. Also sei es in der Teamarbeit, in der Teaminteraktion, dass man gemeinsam an einem Prototypen arbeitet und Ideen konkretisiert oder dann auch später diese Prototypen raus zum Kunden trägt. Ja, und was braucht es denn, um Design Thinking im Unternehmen zu etablieren? Ich nenne euch jetzt 5 Erfolgsfaktoren, die bei uns gut funktioniert haben. Also zum einen braucht es Management Buy-in. Das Management muss überzeugt sein. Punkt. Ohne das geht es nicht. Und Designkultur fängt oben an. Das ist Hasso Plattner, das ist einer der Gründer der SAP und der sah eigentlich in dem, also er war derjenige, der Design Thinking vor 10 Jahren ins Unternehmen gebracht hat und er sah in diesem Ansatz die Möglichkeit, wieder näher zum Kunden zu kommen, wieder näher an den Benutzer zu kommen. So hat er früher gearbeitet und das Unternehmen eben zu großem Erfolg geführt und mit wachsender Firma und der damit einhergehenden Arbeitsteilung, ja, wurde es immer schwieriger natürlich für den einzelnen Entwickler, für den einzelnen Mitarbeiter wirklich eine enge Interaktion mit dem Kunden zu haben. Und dann unternehmensweit skaliert wurde der Ansatz 2011 durch den damaligen CEO, Jim Hagemann Snabe, und der war im Grunde derjenige,
der dann auch die Mittel und Gelder bereitgestellt hat, das Ganze zu skalieren. Aber es reicht auch nicht, wenn nur der Vorstand überzeugt ist. Wenn man innovative Produkte entwickeln will, müssen natürlich auch die Produktverantwortlichen mit im Boot sein. Ja, und wie haben wir die überzeugt? Beispielsweise sind wir den Weg gegangen, dass wir Design Thinking genutzt haben, um deren eigenen Probleme zu lösen. Also das Foto ist in einem Workshop entstanden, wo unsere ganzen Produktchefs zusammenkamen, um die zukünftige Produktstrategie zu entwickeln. Und Design Thinking wurde als Methode angewendet. Und die Kollegen haben dadurch eben erfahren, wie man damit zu guten Ergebnissen kommt. Also es war nicht so ein Teaching and Preaching, sondern wirklich die eigene Erfahrung mit der Methode hat viele Kollegen überzeugt. Ja, und dann muss es natürlich auch irgendwo im regulären Entwicklungsprozess verankert sein. Also der sieht so aus, Discover, Design, Deliver. Und Design Thinking eignet sich auch nicht für alle Produkte. Also wenn ich bei Deliver schon ganz genau weiß, was dabei rauskommen soll, also zum Beispiel bei einer inkrementellen Verbesserung eines Produktes, dann brauche ich mich auch nicht auf diese Discovery-Reise zu begeben und eben dieses Problemfeld zu explorieren. Aber wenn ich eben innovative und neue Produkte entwickeln will oder ein Redesign von Produkten haben möchte, dann lohnt es sich eben viel Zeit oder eben diese Zeit für Design Thinking auch einzuräumen. Und da ist natürlich auch der Clash so mit der Realität meistens am größten. Also die Produktverantwortlichen müssen einfach davon überzeugt sein und den Teams den Freiraum und die Zeit einräumen, diese Discovery-Phase auch zu durchlaufen. Ja, Erfolgsfaktor Nummer 2, Design Thinking Coaching. Die Design Thinking Coaches, das sind die Experten für die Methode, die unterstützen die Teams. Und die führen die Teams durch den Prozess, die wissen, wie die Methoden angewendet werden und wann sie angewendet werden. Und ganz wichtig, sie sorgen auch für die Teammoral während der Projektarbeit. Also gerade wenn es darum geht, neue Dinge zu explorieren, da fühlen sich viele Kollegen auch nicht so wohl, die sind dann unsicher, geht das in die richtige Richtung und wir haben ja jetzt noch gar keinen Prototypen gebaut oder wir haben ja noch gar nicht codiert oder wie auch immer. Und da ist es eigentlich der Job des Coaches, Sicherheit in die Methode zu vermitteln und das Team zu unterstützen. Und mittlerweile haben wir eigentlich ein weltweites, großes Netzwerk an Coaches. Wir haben so circa über 300 Coaches in der Entwicklungsorganisation bei 20.000 Mitarbeitern. Und wie haben wir die Coaches ausgebildet? Auch sehr viel durch Learning by Doing. Also es gibt spezielle Trainings, sogenannte Coach Camps, wo man eben die Methoden vermittelt bekommt, aber sehr viel war auch durch Erfahrungen sammeln. Und skaliert wurde das dadurch, dass wir im Grunde weniger erfahrene Coaches, die Junior Coaches, zusammen mit den Senior Coaches in die Projekte gesteckt haben. Die Junior Coaches konnten den Senior Coaches über die Schulter schauen, bei Workshops, bei Projekten, bis sie eben genau auch genügend Erfahrungen gesammelt haben, um eigene Projekte zu coachen. Genauso praxisnah sind wir auch bei der Ausbildung der Mitarbeiter vorgegangen. Also hier haben wir ein Bild aus einem Design Thinking Workshop. Und diese Design Thinking Workshops, die sind eben auch sehr praxisnah aufgezogen. Es gibt wenig Theorie. Und es wird auch dort in Teams gearbeitet, die von einem Design Thinking Coach wiederum unterstützt werden und durch diesen Prozess geleitet werden. Und man durchläuft in 1 bis 3 Tagen mal den Prozess insgesamt einmal durch und macht eben auch wiederum die eigene Erfahrung.
Es gibt auch kleinere Formate, solche sogenannte Awareness Trainings, die dauern 1-2 Stunden und da ist es einfach das Ziel, ja, ein Bewusstsein für Design Thinking zu schaffen, den Leuten zu vermitteln, was es dabei auf sich hat. Und ich glaube, ja, man kann guten Gewissens behaupten, dass alle Mitarbeiter zumindest dieses Bewusstsein haben, was Design Thinking ist und was man damit erreichen kann. Und aus diesen Trainings haben sich noch weitere Formate entwickelt, die solche Design-Themen eben trainieren und auch an, ich sag mal, designfernere Disziplinen liefern. Zum Beispiel ist das ein Bild aus unserem Visual Communication Curriculum, das sich an Entwickler richtet, weil wir eben visuelle Kommunikation auch als Brücke sehen, um zwischen den Disziplinen eben besser zu kommunizieren. Oder es gibt auch Design-Eye-Opener, die so für Design-Themen sensibilisieren. Denn jeder Frontend-Entwickler und jeder Software-Architekt, alle die Leute treffen ja auch Entscheidungen, die sich auf das Design, auf die User Experience auswirken. Und deswegen wollen wir hier auch für den Bereich Design sensibilisieren. Und das machen wir nicht nur intern, sondern das tragen wir auch nach außen. Design for Non-Designers, das ist jetzt ein freies Online-Angebot. Und ihr seid herzlich eingeladen, da mitzumachen. Klickt euch rein, das fängt morgen an. Also die Chance. Ja, vierter Erfolgsfaktor ist die Interaktion mit dem Kunden. Also wenn ich benutzerzentrierte Software entwickeln will, muss ich natürlich auch mit den Benutzern reden. Und wir gehen da so vor, wir wollen Research machen, zum Kunden gehen, neue Erkenntnisse gewinnen. Und wir machen dort Interviews, wir beobachten die Leute bei der Arbeit. In dem Fall haben wir mal ein Spiel entwickelt und sind gemeinsam mit den Kunden mal einen Geschäftsprozess, haben wir den durchgespielt und das war sehr aufschlussreich für uns. Also, wenn man so andersartige Methoden auch anwendet, dann gewinnt man auch wiederum andersartige Erkenntnisse. Also da haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass es fast gar keine Kommunikation zwischen den Abteilungen gab. Und unsere Lösung hat das eher in so Kollaborationsaspekten dann adressiert. Und das Schöne ist, da gehen dann auch alle Teammitglieder mal hin. Also das heißt, nicht nur der User Researcher und nicht nur der Produktverantwortliche, sondern er hört auch mal ein Entwickler aus erster Hand, was so die Probleme sind. Ja, und für mich sehr überraschend, mittlerweile kommen sogar die Kunden zu uns und wollen Design Thinking von uns lernen, von der SAP. Also das finde ich schon echt sehr erstaunlich und eigentlich auch eine sehr tolle Bestätigung für unsere Arbeit, weil die Kunden, die haben das ja auch mitgekriegt, die haben mitgekriegt, dass wir anders mit denen kommunizieren, dass wir mit denen anders interagieren. Und die waren in Co-Innovationsprojekten mit beteiligt. Und jetzt kommen sie im Grunde auf uns zu und wollen lernen, wie das geht und wie sie das in ihre Firmen etablieren können. Und das Foto, das ist übrigens im App-Haus entstanden. Das App-Haus ist eine alte Tabakfabrik in Heidelberg. Und wie man auf dem Foto auch schon sieht, es ist auch so eine andersartige Atmosphäre, ein andersartiger Arbeitsraum. Also es hat mehr so den Charakter von ja, Industrie und so ein industrieller Charme und nicht so ein Meetingraum im Glaspalast. Und das erlaubt auch wiederum, anders mit den Kunden zu arbeiten und viel interaktiver mit ihnen zu interagieren. Aber nicht nur im App-Haus, also App-Haus gibt es übrigens nicht nur eins in Heidelberg, sondern mittlerweile sechs weltweit. Und nicht nur dort kann man kreativ arbeiten, sondern auch in allen anderen Standorten. Das heißt,
Erfolgsfaktor Nummer 5 ist auf jeden Fall die Einrichtung von solchen Creative Spaces. Die erlauben die sind mit flexiblen Möbeln ausgestattet, die haben beschreibbare Wände, die haben auch allerlei Kreativmaterialien an Bord und jeder Mitarbeiter kann solche Spaces buchen für die eigene Projektarbeit oder für Workshops. Also das war wahrscheinlich so die augenscheinlichste Veränderung, die es so in diesem ganzen Skalierungsprozess gab. Wünschen würde ich mir noch, dass wir mehr solcher Spaces haben, wo wir wirklich dauerhaft auch in Projekten arbeiten können und dass jedes Team im Grunde so ein Team-Home hat für sein Projekt, wo man auch mal die ganzen Artefakte und all das an der Wand lassen kann. Ja, das waren die 5 Erfolgsfaktoren, hier nochmal im Überblick. Und wenn ich jetzt mal so resümieren möchte, rückblickend auf diese 10 Jahre, was hat es gebracht? Also für mich so die beste Veränderung ist eigentlich so der positive Effekt auf die Teamarbeit. Also das habe ich selbst bei mir in den Teams erlebt oder in den Teams, die ich coache. Einfach dadurch, dass man diese Reise gemeinsam antritt, ja, dass man gemeinsam Erkenntnisse hat, ja, und dass man so das Gefühl hat, man arbeitet an einem relevanten Thema, da ist die Motivation eine ganz andere. Und durch diese kreativen Arbeitsweisen macht es auch einfach sehr viel Spaß, in solchen Teams und in solchen Projekten eben zu arbeiten. Und damit möchte ich zum Ende kommen. Design is a behavior, not a department. Also die Designkultur fängt zwar oben an, aber jeder einzelne Mitarbeiter trägt dazu bei, wirklich ein tolles, einzigartiges Erlebnis für den Kunden zu schaffen. Vielen Dank. Wow, danke. Das war ein sehr spannender Einblick, wie ich finde, weil ich meine, in SAP guckt man ja so oft nicht rein. Manchen reicht es auch, wenn sie drauf gucken, aber das ändert ihr. Nochmal ganz kurz für euch, unter wmoda.de/Fragen, Fragen stellen. Wir haben schon ein paar spannende Fragen erhalten. Björn hat das Tablet. Genau, also es kamen gleich zu Beginn ein paar Fragen nach Freibier zum Beispiel, kann Anja natürlich schlecht beantworten, deshalb vielleicht die Frage ein bisschen fehl am Platz. Am Ende sind dann aber doch noch ein paar schöne Fragen eingetrudelt, zum Beispiel grundsätzlich, wie wird man Design Thinking Coach? Also im Grunde kann das jeder Mitarbeiter werden, also es hängt auch gar nicht an einer bestimmten Disziplin, also man muss nicht Designer sein oder Entwickler oder Coach für irgendwas, sondern wenn man da Interesse hat, dann kann man sich eben dann so sukzessive weiterentwickeln. Also man fängt mit diesen Coach-Camps an, dann macht man sehr viel praktische Arbeit, indem man eben einen erfahrenen Coach begleitet und da Erfahrungen sammelt. Und ja, dann gibt es noch so ein paar Aufbaugeschichten. Kann man im Studium schon ein paar Weichen setzen in Richtung Design Thinking? Also mittlerweile gibt es da viele Angebote. Zum Beispiel gibt es in Potsdam die School of Design Thinking, die D-School, die wurde auch von dem Hasso Plattner gegründet. Da gibt es quasi auch so ein Aufbaustudium. Oder wir bieten auch einen offenen Design Thinking Kurs an. Ich weiß gar nicht, wann der nächste startet, aber findet man auch dann, also einen Open SAP-Kurs, das ist auch so ein MOOC, so ein Massive Online-Kurs. Ja. Cool. René, du hattest noch eine Frage. Ja genau, ich habe auch noch eine Frage und zwar, was die Leute im Internet hier gerne wissen möchten, ist, oder hier im Saal, man weiß es nicht, wie schwierig ist es, die Management-Ebene ins Design Thinking einzubringen oder im Design Thinking zu coachen.
Und ergänzend gab es auch noch die Frage, wie schafft man es eigentlich von dieser spielerischen Ebene mit Legos auf eine nüchterne Geschäftsebene dann wieder zu kommen? Mhm. Nehmen an, das hängt irgendwie ein bisschen zusammen, deswegen habe ich sie zusammengestellt. Ja, ja. Ja, zum einen die Frage mit dem Management, das war auch eben was ganz Wichtiges, was wir erfahren haben, indem man die Leute quasi auch da einbindet und indem man, wie wir das am Beispiel der Produktverantwortlichen gemacht haben, die haben auch quasi eine Hands-on-Erfahrung mit Design Thinking gemacht und haben selber gesehen, was dabei herauskommt. Und zusätzlich gibt es auch ja, so Schulungsangebote für Manager, die Design Thinking Teams führen. Das sind so 1-2-stündige Geschichten oder Trainings. Ja, also auf vielfältige Art und Weise. Und es hilft natürlich, wenn es von oben auch immer wieder propagiert wird, dass es wichtig ist. Ja, und dann und wie kommt man dann wieder zu konkreteren Ergebnissen? Also man fängt natürlich auf so einer sehr rohen Ebene an, wo man vielleicht einen Lego-Prototypen macht oder ein Post-it-Storyboard. Aber das ist dann oftmals nur die erste Iteration. Und dann geht es natürlich immer weiter in Richtung ja, Wireframes, User-Interface-Mockups, ausdefinierte Szenarien und sehr detaillierte Persona-Beschreibungen. Also das wird natürlich immer Stück für Stück konkreter. Super, vielen Dank. Ja, ich würde sagen, dann gibt es nochmal einen Applaus für Anja. Sehr, sehr interessanter Vortrag hier. Die erste Rednerin bei unserem ersten Webmontag hier in Darmstadt. Vielen Dank, Anja.